Und willkommen zurück zu Randall's Monday. Das letzte Mal haben wir die Maske gekriegt. Die, muss ich sagen, uns ja sehr gut steht. No. Captain Red. Und jetzt können wir auch endlich in den Psychiater rein. Mal gucken, was es da okay. so gibt. Okay, ich glaube, jetzt kann ich rein. Guten Morgen, junge Dame, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Und Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, maskierter Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Wie kann ich behilflich sein? Haben Sie einen Mann mit grünem Hemd und Brille hier irgendwo gesehen? Leider kann ich diese Informationen nicht preisgeben. Klar. Ich möchte Dr. Johnson sehen, es ist dringend. Bitte sagen Sie ihm Bescheid. Tut mir leid, aber Dr. Johnson hat heute keine Sprechstunde mehr. Tja, es ist wirklich ein Notfall, wissen Sie? Das verstehe ich sehr gut, Sir. Aber wir hatten etwas Probleme mit einem sehr gefährlichen Individuum mit Stachelhaaren. Und ich darf keine Fremden reinlassen. Besonders, wenn Sie keinen Termin haben. Tja, dann ist wohl heute mein Glückstag, denn der gute Herr Doktor kennt mich sehr gut. Entschuldigen Sie, aber ich vertraue nicht gern Leuten, die sich maskieren. Dann verpassen Sie aber so einiges. Zum Beispiel von einem Superhelden, der von der Decke hängt, geküsst zu werden, oder? Oder auf bestialische Weise von einem Mann mit Motorsäge zerstückelt zu werden? Zugegeben, aber nicht alle maskierten Männer sind gleich. Auch wahr. Also, was für einer sind Sie denn? Einer, der das Verbrechen bekämpft, sobald die Nacht anbricht. Wirklich? Klar. Tatsächlich hat der Commissioner eigens ein neues Lichtsignal installieren lassen, damit er mir ein Zeichen geben kann, wenn er mich braucht. Batman. Natürlich hat er das. Sir, warum setzen Sie sich nicht einfach da drüben hin und halten ein wenig die Klappe? Hey, behandeln Sie mich nicht, als wäre ich verrückt. Was ist denn jetzt mit meinem Notfalltermin beim Doc? Wie ich schon sagte, keine Termine mehr frei. Aber wenn Sie wollen, mache ich Ihnen für morgen früh einen. Geht das schon wieder los? Morgen ist es zu spät. Also am Mittwoch. Vergessen Sie es, Miss. Übrigens. Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Tja, armer Alan. Ein anderer Patient hat bei ihm wohl einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Oh nein. Ja, schlimm. Der ist schon seit letzter Woche so. Dr. Johnson sagt, man soll ihn in Ruhe lassen. Dann wird er schon wieder. Der ist schon das ganze Wochenende so? Was ist denn passiert? Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Dieser stachelhaarige Mann kam hier mit einem Affen rein und sie fingen an zu streiten. Der Affe regte sich fürchterlich auf und fing an, mit Kot zu werfen. Alan hat das alles hautnah miterlebt. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ganz normale Reaktion. Von Alan? Nee, vom Affen. Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Freak mit seinem Haustier war? Dr. Johnson hat alles der Polizei übergeben. Ich glaube, dieser unfreundliche Sergeant Kramer kümmert sich darum. Deswegen hängen die Plakate mit dem Bild des Täters im Eingang. Oh, super. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Tja, Dr. Johnson hat eine Schwäche für Sachen, die ihn an seine Kindheit erinnern. Tja. Habe ich mir gleich gedacht. Na dann, Sie haben sicher eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jederzeit wieder, Sir. Einen schönen Tag noch. Okay. Können wir hier nicht... Nee, das sind meine. Warte mal. Warum? Darum. Na gut. Gehen wir mal raus. Ich sollte die Maske erstmal. So, jetzt haben wir die Maske wieder. Und jetzt muss ich mal überlegen. Wir fahren erstmal zur Bar. Wir müssen nochmal zum Kondomautomaten. Wir brauchen Kondome, wir brauchen Kondome. Aus Randall, lauf mal ein bisschen schneller hier. So. Schraubendreher den Kondomautomat aufbrechen. We have a winner.
Wir haben ein paar Kondome. So, jetzt müssen wir zu Rendel. Und zwar... Na... Wir brauchen den Kuchen. Weil der Herr Professor hat nämlich Geburtstag. Das ist der Grund, warum wir jetzt aus vielen Sachen einfach mal die alte ist auch schon weg. So, Kuchen. So. Rinder, jetzt wieder raus. So, runter die Straße. Und jetzt haben wir, warte mal, jetzt haben wir den Kuchen. Jetzt müssen wir zum Matt. Brauchen nämlich noch Luftballons. Und wie wir ja in der einen Folge hatten, hat der Helium, da können wir nämlich die Kondome als Luftballons. So, jetzt muss ich aber erstmal das mit dem. Hey, das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag. Da gab es zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Kippe in dem Dings der Bums. Naja. Bunte Kondome. Also. Hier haben wir ja die Luftballons. Entschuldige, dass ich noch mal störe. Was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Tja, du könntest mich vielleicht umlegen. Wäre das nicht eine Nummer zu hart? Find's schon eine Nummer zu hart, einfach so nach gratis Luftballons zu fragen. Entweder du legst mich um und nimmst dir einen, oder du bezahlst. Überleg's dir. Ich wollte eigentlich niemanden killen. Schlauer Junge. Ich hab's eilig. Bis dann. So, wir müssen mal mit dem Jungen hier reden. Entschuldigung? Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja, der stinkige Ballonmann ist lustig. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht. Naja, na gut, soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja, oh ja, voll Depp. Na gut, aber ich brauch deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Oh. Wenn er es nämlich macht, drehen wir hier das Heliumventil auf. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Ich glaube, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Großer, kann ich dir helfen? Komische Stimme? Komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine quiete Stimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Der Kleine hat sie nicht alle, oder? Schau ihn dir halt an. Wird schon sagen, der hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für so einen Wonneproppen mache ich alles. So. Mann, da bin ich wohl zu weit gegangen. Huch! Hast du den gekillt? Glaube nicht. Aber vielleicht hat er einen Hirnschaden. Jetzt ist er genau wie du. Was? Noch nichts. Oh, jetzt können wir doch die Luftballons nehmen hier. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Oh, Alter. Oh, ist ja gut. Kannst sie alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau, alles meine. Da haben wir doch echt den, würde ich sagen, gekillt, oder? Na gut, wir haben ja noch die Kondome. Verstehe gar nicht, was die Kirche gegen die vielfältige Anwendung von Latex hat. So, jetzt haben wir Luftballons, wir haben eine Girlande. Müssten wir eigentlich alles haben. Um für den
Professor dort Geburtstag zu feiern. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Zug dort ankommen. Die Maske aufsetzen. So. Wir haben. Muss ich das mal überlegen. Das muss ich nicht. Ich glaube nicht, dass das. Aber wir können noch. Oh, wie. Will ich. Also, soll ich Sie für Mittwoch reinschreiben, ja? Nee, lassen Sie es einfach. Das gebe ich... Hä? Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Oh, hier. Dr. Johnson hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Geburtstag? Kann gar nicht sein. Ach, nicht? Wann ist er denn dann? Ich... Das hat er mir nie gesagt. Eben. Der ist heute. Glauben Sie mir. Okay, ich glaube Ihnen. Aber ich kann Sie trotzdem nicht reinlassen. Mist. Also, wegen Dr. Johnsons Geburtstag. Ja? Ich will eine Party für ihn schmeißen. Eine Party? Wo denn? Tja, was könnte denn besser sein als direkt hier? Hier? Ich weiß ja nicht... Oh, kommen Sie schon, vertrauen Sie mir. Der ahnt nicht das Geringste. Das stimmt. Also, sind Sie dabei? Okay. Aber Sie müssen noch Girlanden aufhängen, finden Sie nicht? So sieht's noch nicht sehr nach Geburtstagsparty aus. Lassen Sie mich nur mal machen. Deshalb haben Sie eine Maske auf, stimmt's? Wegen der Party. Wegen der Party. Das dachte ich mir. Die ist richtig schlau. So, jetzt brauchen wir die Girlanden. Wo hängt man die jetzt auf? Hübsch! Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Also, was sagen Sie? Sie müssen noch Girlanden aufhängen und einen Geburtstagskuchen besorgen. Verschwenden Sie nicht noch mehr Zeit, bitte. Okay, einen Kuchen haben wir. Was für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Perfekt. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. So, brauchen wir noch... Warte mal, wo sind die Tröte? Hier, die Tröte. Kriegt er in die Fresse. So, dann kriegt er hier noch so ein Hütchen auf. Das sieht schon richtig schnieker aus, der Junge. Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Gut gemacht. Alles sieht perfekt aus. Kommt um, Mann, die gut? Super. Gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. Krasse Scheiße. Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr. Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Ist nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Okay, naja. Vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rohrschachttest oder so? Nein, ich hielt den immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Tja, wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Sehen Sie, ich sitze in der Zeitschleife fest. Eine Zeitschleife? Interessant. Das ist recht ungewöhnlich, wissen Sie? Kann schon sein. Vielleicht ist Ihr Leben etwas monoton geworden. Vielleicht will Ihr Gehirn Ihnen mitteilen, dass Sie Veränderung brauchen. Nee, so ist es nicht.
Seit ich in der Zeit gefangen bin, war mein Leben alles andere als monoton. Es ist wie eine Achterbahn des Elends, wo jeder Tag Montag ist und alle mich abgrundtief hassen. Interessant. Sir, ich würde Ihren Fall gern näher untersuchen. Ah ja, Sie Blitzmerker, was an Zeitschleife haben Sie denn nicht begriffen? Ach, ja. Das ist ein Problem, nicht wahr? Ja, egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen. Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier? Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Mr. Lecter. Nein, Moment. Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen. Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich einschleichen. Gefällt mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, manche Leute haben echt Nerven. Also habe ich ihn reingebeten. Aber er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Sie müssen ihn finden. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Nun, dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow, danke für gar nichts. Eins noch, Mr. Hicks. Einem Freund die Frau auszuspannen, ist nicht richtig. Oh, halten Sie doch die Klappe! Boah, aber recht hat er recht, ne? Ja. Eine Waffe. Kriegen wir jetzt eine Waffe? Elefantleier. Pfandleier hier. Mel. Könnte auf jeden Fall in der Pfandleier sein. Überlegen. Wie nützt du dein Teleskop hinten? Das Ding ist so heute. So. Schwarzer Bildschirm und wir sind bei Mel angekommen. Ja, und wie es hier weitergeht bei Mels Pfandleihaus, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.